Werden wir Blood Island finden? Das sehen wir jetzt! Hui! Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Miguel. Miguel, hallo. Hallo. Marco Antonio ist weg. Der hat letzte Mal die Kekse angeleckt und wieder zurückgelegt. Aber wir haben... Der hat die Kekse geleckt und zurückgelegt. Ja. So, wir haben diesmal Fruit Loops Kekse aus Mexiko. Crazy. Nicht? Kennst du die normalen Fruit Loops? Ja. Kenn ich. Ah ja, stimmt. Das, die ist so ein Puffer-Ding. Frühstücks. Ne? Genau. Cookies. Cereal. Cereals. Frühstückscerealien. In Amerika haben wir auch welche, die sind so leicht. Oh, die riechen auch so wie die Fruit Loops. Die sind nur ein bisschen größer und nicht so gepufft. Also es sind halt Kekse. Aber die riechen genauso wie Fruit Loops, tatsächlich. Ja, stimmt. Schmecken auch ein bisschen so. Hm. Krass. Das ist jetzt Frühstücksfernseher. Ja, genau. So, also wir sind hier vor See, nicht? Genau. Die Mechanik dieses Kapitels ist so. Guck dir mal deine Kanone. Du hast schwächliche Kanone, ja. Das ist mal eine schwächliche Kanone. Okay. Wenn man sich die Karte anguckt, dann bist du auf hoher See. Ja. Und bedienst du dein Schiff, glaube ich, mit der Maus so ein bisschen. Mhm. Und dann, du hast dann deine schwächliche Kanone an den Seiten. Mhm. Und dann musst du dich immer so positionieren, dass du seitlich schießen kannst, mit einer von den Maustasten. Mhm. Und dann triffst du dann den anderen Piraten. Mhm. Wenn die kaputt sind, dann kommst du an Bord. Mhm. Dann kommt das Schwert Kampf. Mhm. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du deren Beute. Mhm. Und somit gehst du so der Insel, wo du bessere Kanonen kaufst. Wow. Und wenn wir die besten Kanonen haben und alle Sprüche kennen, dann können wir gegen Captain Glatze kämpfen. Verstehe. Huhu, okay. Aha, wir sind hier. Und, hier ist Guybrush, okay. Das ist der Captain Richelieu. Und das ist irgendwas. Wie mache ich das denn? So? Und? Genau. Und jetzt musst du dich bewegen. Hä? Wie denn? Ich glaube mit linke Maustaste. Ach so, das sind wir hier. Du bist in der Mitte, genau. Mach die linke Maustaste? Ah, mach ich. Ah, genau, okay. Und du schießt einmal rechts und einmal links. Das heißt, jetzt müsstest du... Ich verstehe das gerade nicht. Wenn du klickst, dann dreht er sich. Und linke Maustaste? Links. Ja. Also, dann die andere Taste. Es gab eine Taste, womit du geschossen hast. Ah, jetzt kann ich mit rechts, okay. Und jetzt schießt ja quasi die linke Seite. Jetzt könntest du schießen. Siehst du? Und jetzt würde die rechte Seite kommen. Okay. Oh. Es ist etwas sperrig hier. Oha. Das kann ja was geben hier. Okay, das war zu kurz. Sag meine Freundin mir immer. Hahaha. Ah, du hast ihn mal getroffen. Ah, guck mal. Juhu. Okay. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Achso, jetzt fängt's an, ja? Genau. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach ja? Hast du einen Punkt gewonnen. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja? Okay, wieder ein Punkt. Aber jetzt kennst du keine. Ja. Dann musst du einen... Du bist hässlich. Ja, ist das Beste, was du zu bieten hast? Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Oha. Das war ja auch leicht, dein Atmen. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Ah, das ist so. Oh. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Wann war eigentlich dein letztes EKG? Oh nein! Gib mir deinen Schatz! Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Ja,
Ich schätze, ich brauche mehr Übung in diesem Schwertkampfzeugs. Wenigstens habe ich es ihnen während der Seeschlacht gezeigt. Ja, und jetzt guckst du dir die Karte wieder. Mhm. Achso. Und wenn du diesen Pirat findest, dann musst du nicht mehr kämpfen. Der ist schon kaputt. Verstehe, verstehe. Wirklich nicht furchterregender Pirat. Ja. Musst du nicht mehr schießen, dann bist du direkt da. Ah, das ist gut. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Nein, ich nehme deine Beute. Mhm. Ja, dann würde ich die zwei neuen anwenden, dass du den... Ja. ...den Comeback lernst. Genau. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Das reimt sich ja überhaupt nicht. Ja, da wusste nicht die Antwort. Also... Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ach ja? Du weißt ja gar nichts. Ich kenn nicht mal die eigenen. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Wir sind wirklich nicht fürchterregend. Nee, schon. Du hast gewonnen. Ja. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Ach so. Genommen. Wir haben Beute Juhu. Gemacht. Okay. Okay. Dann... Ja, genau. Dann guckst du die Karte und dann kennst du sie der Insel. Welche Puerto Insel? Puerto Pollo. Ganz oben links. Ach, da. Weil jetzt hast du Geld und dann kannst du dann... Ja, okay, verstehe. Jetzt sind auch mehr Schiffe unterwegs. Ah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich schätze, du hast eine wichtige Lektion gelernt. Ja, der hat jetzt auch Kanonen im Verkauf. Mister. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich. Ich habe ein neues Geschäft und Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Sie haben mir das Licht Na klar. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt? Ja, was hast du denn heute so? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Piepklu, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bombenbumskanonen anbieten. Wunderschöner Name. Haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massaker und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Wow. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, sicher, Mister? Sicher. Tja, was nehmen wir denn? Ja, das Billigste, also so viel Geld hast du ja noch nicht. Die Freibeuter freuen. Ich nehme die Freibeuters Freund. Die Freibeuters Freund soll es also sein. Ich muss gerade mal im Lager nachsehen. Ja, wir Das geht auch schnell. Sein, mein Freund. Nun, zahlen Sie in Dublonen, Juwelen oder gefangenen Jungfern? Mein Schiff ist voller Beute. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht. Was? Für dieses Modell. Oh. Nimmst du meine alten Kanonen in Zahlung? Nun, ich weiß nicht. Sie sind ganz schön durchgeknallt. Warten Sie, während ich die Listenpreise nachschlage. Ja. Okay, meine Mama wird Ihnen schnell die neue Kanone Die Mama, okay. Wo sie schon einmal dabei ist, lasse ich sie direkt den passenden Betrag aus der Schatzkammer Sehr holen. Gut. Und die alten Kanonen abholen. Wunderbar. Mama! Ja, wunderschön. Guck mal. Gut, okay. Dann gehen wir wieder zum Schiff. Guck mal, jetzt hast du... Jetzt haben die eben was Schwarzes. Kanonentyp 2. Des Freibeuters Freund. Irgendwie rührend. Ja, schauen wir mal. Ja, die haben hier was Schwarzes umgebracht jetzt. So, dann schauen wir mal. Das ist der Captain Dingsbums. Ha, da haben wir ihn schon. Ach, das bin ich. Die haben sich verhakt. Ja, jetzt kannst du schießen. Okay. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. En garde, touché. Ist dieser Boden auch... Na gut.
Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Mit deinem Numerus Clausus wurdest du sicher nicht immatrikuliert. Mein Gott. Er versucht sein Bestes. Ja, er versucht sein Bestes. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Ja, und deswegen muss man immer die kaufen gehen, was sonst verlierst du die. Ja, aber sonst verlierst man die. Ja, ja. Ach, das ist gut. So. Semi-furchterregender Pirat. Was? Nee. Was wolltest du? Zeig es dir ja nicht. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Das wirst du noch bereuen. So. Negligé kennst du noch nicht. Ja. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Seppel. Oh! Oh na! Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Mein Schneider riet zu einem Mantel, bestückt mit Goldlamé. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Du kennst nicht mal den Unterschied zwischen Louvre und Lee. Oh Mann. Ah. Aber man lernt. Ja. Ich glaube, du hast einen Schatz. Nein. Gib ihn her. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr. So, was? Nee, das nächste Mal, wo du kämpfst. Ach so. Wo du hier mit dem Schiff kämpfst. Wo bist du? Da, der semi-furchterregende Pirat. Semi. Semi. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Buffet. Buffet. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Oh. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Kennen wir auch nicht. Nee. Ich hasse Kerne in Marmeladen. Ich stehe eher auf. Ja, gut. Na dann. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Hm. Eine ruhige Fahrt gewährt nur eine hydraulische Federung. Mist. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr. Nochmal. Bis wir alles kennen. Es ist ein Lernprozess. Lernprozesse sind immer hart und steinig. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Deinen Schatz oder dein Leben? Das wirst du noch bereuen. So. Ja. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Kennt sie alle. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Oh, die kennen wir noch nicht. Ich wünschte, alle Straßen wären schon asphaltiert. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Eine Massage verschafft dir sicherlich Linderung. So random. Ja, wirklich. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Arr. Wahrscheinlich schon. Naja, mach nichts. Nochmal. So, bisse, da. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Viel Glück, Junge. So. Kann sein, ne? Ja. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich bin gut. Ah! Kannte er nicht. Nee. Kein Plädoyer? Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache. Du und welche Armee? Ah. Himmel bewahre! Für ein Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Hm. Ich hoffe, das Spiel heute Abend geht in die Verlängerung. Oh mein. Ich spieß dich auf wie eine Sau. Ah. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Yeah. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet.
Ah, mit deiner Geburtssterilisierung. Ja, ja. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ach ja. Guck mal. Aha. Geschafft. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmopp. Ich wollte ihn sowieso. Natürlich. Nicht. Dieser schreckliche Fluch lastet nämlich auf ihm. Was? Kleiner Chef. Ja, genau. So, dann ab zum Hafen wieder. So. Hallo, Kenny. Schon wieder da, Mister? Ja. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ouchmaster. Ich nehme die Ouchmaster. Die Ouchmaster soll es also sein. Ja. Mama! Ein Master von Ouchmaster. Ja. Jo, perfekt. Ja. Los, weiter geht's. So, ich wollte dir ein bisschen was zeigen mit dem. Mal zu diesen vielleicht. Okay, guck mal, dann da wo ich klicke, also ich klicke und ich lasse gedrückt, so, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich. Ja, ja, ich hab's ja. Also, das hab ich versucht, aber das ging so. Ja, aber ich glaube, also du musst nicht in der Mitte so den versuchen zu bewegen oder sowas, sondern dahin, wo der sich umdrehen soll. Und dann, ah, jetzt will ich den hier unten und sowas. Ne? Und dann, wenn ich seitlich bin, dann den so. Ja, aber jetzt hast du. Aber nicht gedrückt, geil. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. So. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Das ist neu. Ja. Ja. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ah, Himmel bewahre, ne? Ja. Genau. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Ich zittere. Ah. Das kennen wir eigentlich auch noch nicht. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ich zittere, ich zittere. Guck mal. Buck. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmopp. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Mhm. Wir haben Beute gemacht. Aha. Wieder. Mama! Mama! Hallo, Kenny. Schon wieder da, Mister? Ja. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Guck mal, jetzt haben die ganz viele... Jetzt habt ihr die Räder hier, Reifenräder und so. Ja. Nicht schlecht. So. Aha. Perfekt. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Mhm. So, was brauchen wir? Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache. Du und welche Armee? Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Hm. Die Luft hier ist viel feuchter als im Na gut. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Yeah. Das hat der einer gesagt, aber wir hatten keine Antworten. Genau. Gib mir deinen Schatz! Ich kann das hier Schatz? Auch überspringen. Du willst deinen Schatz? Tut mir leid, ich hab... So, bist du. Ganz schön furchterregende Piraten. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Vorher werde ich dich in Ketten legen.
So. Hier hast du einen Pfeil. Ach so, oh. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich zittere, ich zittere. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Form alte Hüt aufbewahrt, trügst du bei zu meiner Erhaltung. Okay. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Nee, ich glaube. Doch, ich glaube schon, oder? Nee, das ist irgendwie... Kannst du probieren, aber ich glaube nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir es kennen. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Warst du schon immer so hässlich oder bist du Mein Schiffsbug wurde mit hübschen Muscheln. Gib mir deinen Schatz. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen... Ah, wahrscheinlich schon. Dann schauen wir mal. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Deinen Schatz oder dein Leben? Das wirst du noch bereuen. So. Aber bist du immer so hässlich oder hast du mutiert? Zum Beispiel. Ah ja, genau. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Ja, das kennen wir nicht. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich zittere, ja. Ich zittere. Er selbst weiß seine Ja. Hauptsache austeilen, ne? Unten hast du noch wie immer. Ja. Ah, das. En garde, touché. Ich zittere, ich zittere. Gewonnen. Ist immer so. Ja. Manchmal will man das gewinnen, aber manchmal will man auch die lernen, weil ja. Der Kapitän kann die alle. Ja. Wir haben Beute gemacht. Na gut. So. Dann holen wir uns halt wieder eine neue Kanone. Hallo, Kenny. Schon wieder da, Mister? Jupp. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Schmerzspender 2000. Ich nehme die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Mama! So. Nächste Stufe. Guck dir mal an. Der Schmerzspender 2000. Das ist eine mächtige Kanone. So. Kannst du ihm was Sauerstoff tanken? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Da, wir machen da irgendwas dran. Ja. Ja, bist du ja ein Profi jetzt. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Oh. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Aber das kennen wir, glaube ich, ne? In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Ja, vielleicht so. Angar, touché. Ja. En garde, touché. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Oh. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Boah, voll Profi. Ne? So, was? Das mit deinen Eltern und sowas. Sterilisiert. Ja. Haben wir nicht, glaube ich. Ja, aber das mit dem... Ja, genau. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Zumindest hat man meine. Bam! Oh Gottes Willen. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier.
Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Uiuiui. Ja, ja. Furchterregende Piraten. Willst du was Bestimmtes? Ja, was Bestimmtes, ja. Gekommen, deinen Schatz zu rauben. Achso. Viel Glück, Junge. So. Hatten wir das schon? Nee, ne? Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich zittere, ich er weiß es auch nicht. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Form all der Hüte aufgewahrt, drückst du bei zu meiner Erheiterung. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Filet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Niemand. Okay. Mein Mienenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Niemand kann mich stoppen. Mich genau, den kennen wir nicht. Aber das können wir nächstes Mal. Ja. Ja, ich hasse Kerne in Marmeladen. Ich stehe eher auf Gelee. Ha! Ich habe dich geschlagen. Ich lasse dich leben, wenn du mir Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich hab grad keinen. Die Syphilis sollst du damit kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Wieso? Schatz, so nah wolltet ihr nee. Nicht. So. Niemand kann mich stoppen. Ja, genau. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich zittere, ich zittere. Ja, der weiß immer noch nicht. War das schon? Das ist das mit deinem Atmen, aber kannst du probieren. Nee, nee. Also. Metier weiß ich ja nicht mehr. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Wagen. Das hatten wir noch nicht, genau. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Hä? Ah. Nein, was nicht? Das sind zwei, die sehr ähnlich sind. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Das kennst du auch. Ja. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ich glaube, das mit den Atmen paralysiert ist das hier mit dem Gegner wird eliminiert, glaube ich. Ja, ja. Kapituliert? Weiß nicht. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus. Das hatten wir auch noch nicht. Okay. Ich glaube, das sind diese vier, die ähnlich sind. Ja, die sind verdammt ähnlich. Ich lasse dich leben, wenn du mir deinen Schatz gibst. Wenn ich einen hätte, wärst du da. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Diese Sau am Buffet, kennen wir das? Ja, das mit dem Filet. Also. Aber mutiert habe ich vergessen. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Mein Mienenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ah, das geht so. In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Hä? Mein Herz rast, so. Denke ich an deine Beseitigung. Okay. Oh, das... Ja, das kennen wir nicht, glaube ich. Nee, das kennen wir nicht. Egal. Ja. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Nee, okay. Gib mir dein... Glaubst du nicht? Das ist wirklich furchterregend, dieser Pirat. Ja. Willst du was Bestimmtes? Dein Schatz wirst... So...
Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich zittere, ich zittere. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja? Aber es ist auch so, glaube ich, dass zum Beispiel dieser Affe, der ist so alt, dass vielleicht kannte er das ja, aber ja, ich nicht. Ja, das kann sein. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Okay. Oh, jetzt brauchst du nur ein Comeback. Mein Herz rast, denke ich an alles. Oh, das kennen wir nicht. Das kennen wir nicht, nein. Okay. Hat er irgendwas... Was sagst du zu meiner Vertäfelung? Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Das kennst du auch. Ja, das ist das mit dem Formaldehyd. In Formaldehyd aufbewahrt, trügst du bei zu meiner Erheiterung. Aha. Du hast gewonnen. Puh. Gib mir deinen Schatz, du stinkender, modriger, drecksgesichtiger Freibeuter. Hui. Ach, nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Ja, das hat auch... Hat eine Weile gedauert, aber... Ja, so gut. Viele Dinge gelernt. Ja. Genau, es ist ja immer auch ein Lernprozess. So. Ja, deswegen, also strategisch lohnt sich gar nicht, direkt zum Kapitän zu gehen. Nee. Weil dann kannst du gar nicht antworten. Ich möchte ein paar Kanonen Richtig. Für mein Piratenschiff kaufen. Mr. Massaker. Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massaker. Eine Mr. Massaker? Kommt sofort. Mana! So. Der hat einen Joystick. Der Mr. Massaker. Auch gut. Guck mal, hier ist so ein Profi da in den Moves. Ah, stimmt, jetzt schießen die ganz weit, ne? Kannst du dann von Weitem schießen auch. So. Willst du was Bestimmtes? Ich bin Guybrush Threepwood. Diese Nase. Ein mächtiger Pirat, dass ich nicht lache. So. Was denke ich an deine Beseitigung? Ja, das kennst du nicht, glaube ich. Das kenne ich nicht, nie. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Aha. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ah, die hat man identifiziert. Ja. Zumindest hat man meine identifiziert. Dem Schrecken an der See kennen ja, wir das? Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Okay. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Was war denn das? Hatten wir das? Ich glaube gar nicht. Nee, ne? Ah, du und Doch, Varieté. Achso, ja, stimmt. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Ah, super. Kennen wir das? Ja, hast du schon zweimal gefragt. Das ist, ja, dein Gesicht hat sich auf mein Schwert reflektiert. Ah, ja, ja, okay, verstehe. Minenspiel, keine Ahnung. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Oh. Ah, es war knapp. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Schatz? Du willst... Tut mir leid, ich hab grad keinen. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Doch, aber jetzt lüge ich nicht. Und dir werde ich den Kopf abschlagen. Viel Glück, Junge. Jetzt musst du auf jeden Fall lernen, weil dann hattest du es schon mal besiegt. Das machen wir jetzt nur für den Lernprozess. Also, ja, stimmt, ja, ja. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Ach ja? Aber ich kann ja nicht so viel.
Das Koffein frei. Ja. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Okay, leichtes Spiel, ne? Kennt schon recht viel. Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ich zittere. Ja, okay, das war jetzt leicht. Ja, das war so ein halt Missklick. Ja, das stimmt. Du hast geraubt mir deinen Schuh, stinkender Mann. Aber du hast meine Beute. Oh ja. Oh ja. Stimmt, ich hab. So, wie hießen die? Wirklich furchterregende Piraten. Ja, 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 ja. Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Nein! Nein! Okay. Gibt's eigentlich irgendwas, was wir noch nicht kennen jetzt? Ja, keine Ahnung. Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ach ja. Oh. Ah. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja. Erkennst du die Oldschools gar nicht? Mhm. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Das brauchst du nur einen Comeback jetzt. Mhm. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine das Beleidigung. Ist das mit dem Formaldehyd? Das kommt so oft vor. Ja. In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Schwing! Hui. Gewonnen! Du hast gewonnen! Mhm. Gib mir deinen Schatz, du stinkender, modriger, drecksgesichtiger Freibeuter! Nimm ihn! Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Ja. Wir haben Beute so, gemacht. Jetzt haben wir kaufen wir die letzte Stufe der Kanone. Genau. Kenny! Schon wieder da, Mister? Mhm. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Destructomatic T-47. Oh, Mister! Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie durchschritten. Sie haben soeben ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Faxmodem. Mit Faxmodem! Nee, das tötet mich. Wenn ich das mal so sagen darf. Mama! So, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Richtig gut. Richtig gut. Ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Gemetzelverteilungssystem mit automatischem Nachladen und Faxmodem. Nicht schlecht. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Guck mal. Ja. So, da sind wir. Ach nein! Ach Mist. Du kannst ihm sagen. Das weiß ich. Ja. Also, was soll's? Ich brauche die Übung. Fair genug. Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass dich am Leben. Piep, piep, piep. Ja, das ist so ein bisschen Radar und sowas alles. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Da! Bist du. Das war aber schnell. Ja. Was willst du, Mr. Triefpin? Oh, mit Teppichen. Damit wirst du nie davon kommen, René. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Asche. Ja, genau. Das heißt, also alle seine Sprüche sind anders, aber deine Comebacks passen. Mhm. Ne? Okay. Hä? Achso, ja, ich fange an, ja. Nee, nee, er hat jetzt angefangen. Auf dir mache ich Asche. Ach so. Dann musst du gucken, was... Filet, hä? Ja, kann sein. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Du bist eine Schande für deine Gattung, so dilettier. Oh. Da hat sich dein Bild auf meinen... Da hat sich wohl dein Spiegelbild Fleisch. In meinem Säbel reflektiert. Oh nein. Oh. Du hast so viel Sexappeal wie eine Croupier. Vielleicht bringst du mich nicht ins Separé. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé.
Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Dein Geruch allein? Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Ah, gut gemacht. Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung. Aha. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Oh. Deine Mutter trägt ein Toupet. Aha, okay. Ja, vielleicht, ne? Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Nee. Durch meine Fechtkunst bin ich zum Sieger prädestiniert. Ja? Was gibt's noch? Geruch allein. Vielleicht hat das mit den Reflektiert funktioniert? Ja, das hat funktioniert. Also dann ist was anders. Keine Ahnung. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Jetzt werde ich dich erstechen. Da hilft kein Protégé. Ja, was mit der Armee vielleicht? Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Entweder das oder das? In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Nee. Okay. Das ist ja schwierig. Und jetzt runter von meinem Boot, bevor ich dich auf der Insel der ungeschickten Zahnarzt Oh, wow. Schönen Gruß an alle Leute, die beim Zahnarzt tätig sind. So, wo ist er? Dort. Was willst du denn? Gib mir meine Karte, du Unhold. Das könnte amüsant werden. Jetzt werde ich dich erstechen. Da hilft kein Protégé. Du um welche Armee? War das richtig? War das nicht? Kann sein. Ja, glaube ich. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Ach, ja, stimmt, doch, war richtig. Ich lasse dir die Wahl. Erdolcht, erhängt oder guillotiniert. Ja, das ist... Dein Geruch... Ja, ja, genau. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Nee, doch was? Nicht. Was? Hätte voll gut gepasst. Wurdest du damals von einem Schwein... Also, ja, jetzt hier mit den... Zumindest hat man meine identifiziert. Nee. Ah, nee. Och, Mann. Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung. Ah, das haben wir letztens falsch gehabt, ne? Ja... Dich zu töten wäre eine legale Reinigung. Ja, könnte sein. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Nee. Auch nicht. Es mit mir aufzunehmen gleicht einer Odyssee. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Nein, warum? Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Jetzt Aché. Kommt das mit dem Filet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Ist der Blick in den Spiegel nicht jeden Tag für dich eine Erniedrigung? Ah. Du hast da irgendwas. Ja, kann das, das hier sein? Kann sein, ne? Ja. In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Du hast so viel Sexappeal wie eine Croupier. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé, kann sein? Meinst du? Nee. Nee. Oder? Ja, doch, kann sein. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Na doch.
Ganze Inselreiche haben vor mir kapituliert. Wie dein Atmen. Ja, das war ja auch leicht, genau. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Guck mal. Sacre bleu. Ich ein harter glauben. Kampf. Ich wurde im Kampf besiegt. Ja. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen. Du kriegst deine Karte die zurück. Ekelige. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja. Ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an. Keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen mein Käse. Wir haben die Karte wieder. Juhu. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Juhu. Yay, yeah, Kapitel 4. Der Barmann, die Diebe, seine Tante und ihr Liebhaber. Ja, das erinnert mich an einen alten französischen, ekligen Film. Oh Gott, das will. Na dann. Die Wolken ziehen auf. Es kommt bestimmt ein Sturm. Hui. Da wären wir. Puh. Ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wo ist die Lane? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Dann lasst Gott uns gehen. Wir suchen sie und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, nein? Kumpel. Was meinst du? Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseur zu werden? Nein, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Werden wir Elaine finden? Und zwar wann? Ja, das ist immer die große Frage. Das sehen wir in der nächsten Folge.